Eine Ärztin ist bei Stern TV komplett ausgerastet, als es um das Thema ausländische Fachkräfte ging. Sie spricht nämlich das aus, was die öffentlichen Medien und die Politiker verschweigen, und Stern TV hat dieses brisante Video offenbar gelöscht. Ich habe dieses Video noch gespeichert, also gehen wir es mal zusammen durch. Also nochmal, wir brauchen diese Pflegekräfte, auch diese ausländischen Pflegekräfte. Es gibt diesen Notstand. Wenn ich als Arzt gleichzeitig Deutschlehrer, Integrationsbeauftragter und UNO Blauhelm sein muss, weil ich dafür sorgen muss, dass der Mexikaner sich nicht mit dem Syrer kloppt im Arztzimmer, dann muss ich ganz klar sagen, dann habe ich keine Zeit mehr, mich um meine Patienten zu kümmern. Wenn Sie Kollegen haben, die sich zum Beispiel aufgrund ihrer Herkunft weigern, zum Beispiel von weiblichen Kolleginnen eine Anweisung zu übernehmen, dann finde ich das schon relativ grenzwertig, vor allen Dingen, wenn sie kompetenztechnisch dem weit hinten anstehen. Und selbstverständlich auch bei einer ganz, ganz klassischen Situation, an die ich mich immer erinnern werde, wo es um eine Kommunikation im Team ging, die wichtig war für eine adäquate Lagerung eines schwer verletzten Patienten. Und dieser Kollege hat nicht verstanden, worauf wir hinaus wollten, und hat den Patienten entgegen unserer Anweisungen gedreht und gewendet. Nicht verstanden wegen der Sprachbarriere. Korrekt. Und hat in dem Falle tatsächlich den Patienten genau in die andere Richtung gedreht, was natürlich bei einer Wirbelsäulenverletzung nicht akzeptabel ist. Also Frau Dr. Sarah Eitag, Oberärztin aus Idar-Oberstein, spricht hier gleich zwei wichtige Themen an. Sie spricht sowohl von einer Kulturbarriere als auch von einer Sprachbarriere. Und das Zweite könnte man ja noch sehr gut verstehen und auch mit Sprachkursen daran arbeiten. Aber gerade das erste Thema ist ein wichtiger Punkt, der von den Politikern ignoriert und totgeschwiegen wird. Jetzt plötzlich sollen es 500.000 ambitionierte Krankenschwestern aus Uruguay rocken. Also ganz ehrlich, also so langsam verstehe ich auch diese Politik nicht mehr, muss ich sagen. Und das ist nichts anderes, außer es ist Stehlen, weil wir stehlen diese Arbeitskräfte aus Ländern, die diese genauso dringend brauchen, wenn nicht sogar mehr.